Oh, ihr seid ja auch da. Herzlich willkommen zurück, Freunde. Nach langer, langer, sehr, sehr, sehr langer Zeit kann ich mal wieder Let's Playen. Die Pause war nicht so lang bei mir auf dem Kanal, weil ich ja ordentlich auf Vorrat aufgenommen habe. Aber ich habe tatsächlich seit 4 Monaten nicht mehr Let's Played. Das letzte Mal war irgendwann Ende September, glaube ich. Oder vielleicht noch Anfang Oktober, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber seitdem kein Let's Playen mehr. Ne, es müsste noch Ende September gewesen sein. Denn ich war nicht im Lande gewesen. Ich war für 10 Wochen in den USA und hab's mir dort gut gehen lassen, in der kalifornischen Sonne. Naja, eigentlich habe ich gearbeitet und das auch ziemlich heftig. Aber ich bin wieder zurück und kann endlich wieder Let's Playen. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Gestern meine Masterarbeit abgegeben und habe dann jetzt zumindest mal einen Tag lang Kapazitäten zeitlich, um hier ein bisschen aufzunehmen, bevor ich dann die Verteidigungspräsentation machen darf. Und danach geht es dann gleich weiter mit anderem Kram. Ja, aber jetzt erstmal wieder spielen. Ich habe bloß die große Befürchtung, ich werde nicht mehr der geskillteste Spieler sein hier. Wir befinden uns immer noch auf Haval und ich habe beim letzten Mal, ich weiß nicht mehr, ob ich das in der Aufnahme oder danach gemacht habe, ich glaube, ich habe es danach gemacht, die Teile der Nathanus gesucht, die Bruchstücke, oder nicht die Nathanus selbst, sondern die, das Shuttle, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls haben wir Raumschiffteile gesucht im Auftrag der Turianer, die hier überlebt haben, und diese Suche hat mich letztendlich bis hier runter in den Ritz geführt, in den Spalt, in dem wir ja irgendwie nicht weitergekommen sind. Ich wollte ja immer, wenn wir uns das auf der Karte anschauen, hier in den Osten hin, aber da bin ich nicht hingekommen. Und die Sache war, es ging einfach storytechnisch noch gar nicht. Wir mussten erstmal in der Story weiterkommen. Jetzt geht das, das werden wir gleich sehen. Bevor wir aber hier rüber gehen, werde ich erstmal noch dieses letzte Trümmerstück einsammeln. Ich glaube, also doch die Nathanus selber, okay. Ich dachte, es wäre irgendwie ein Shuttle-Stück gewesen oder so, aber es ist ein Trümmerstück der Nathanus selbst. Gut, und das sammeln wir jetzt natürlich auch mal ein. Machen wir es doch einfach gleich mal so, dann lässt sich schneller finden. So, direkt neben der Tür. Und das hier. Die Werte zeigen, in der Tat, dass alle turianischen Wrackteile auf Haval gefunden wurden. Gut. Sag unseren Bergungsteams, sie sollen sich an die Arbeit machen und sie abholen. So, damit hätten wir das abgeschlossen und müssen dann wahrscheinlich bloß noch, ich habe gerade gar nicht geschaut, was da stand im Log, bloß noch Bescheid sagen bei den Turianern. Ich weiß es nicht. Werden wir jetzt aber auch nicht machen, denn hier unten gibt es noch was anderes. Ein anderer Grund, warum ich genau hier die Folge beginne. Hier ist eine Tür. Und diese Tür scheint vorher nicht anwählbar gewesen zu sein, denn die wäre mir aufgefallen, glaube ich. Jedenfalls gehen wir mal durch. Der Pfad wurde schon benutzt, wenn auch nicht in letzter Zeit. Ich kann Spuren sehen. Ich gehe davon aus, dass der irgendwann mal benutzt wurde. Wenn wir uns das anschauen, jetzt geht es hier tatsächlich noch ein Stück nach Süden und da werden wir sicherlich dann auch unseren Übergang finden, um in den östlichen Teil zu kommen. Und wir sind ja auf der Suche nach den, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, aber auf der Suche nach einer Gruppe von Asari, die sich abgeschottet haben vom Rest, um Traditionen zu bewahren. Wir hoffen, von denen Infos darüber zu erhalten, wo wir die dritte Säule finden können, sozusagen, oder den dritten Monolithen, den wir brauchen, um hier wieder das Klima sozusagen in Ordnung zu bringen. Beziehungsweise hier ist es ja nicht wirklich das Klima, sondern eher die Art und Weise, in der die Natur hier tickt. Und hier spielt ja alles verrückt. So, schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Hier sieht es aus, als ob es nicht wirklich weitergeht und als ob es sehr diesig wäre. So, hier drüben ist schon etwas besser. Etwas dunkel vielleicht, aber naja. Wo geht's denn hier lang? Ist die Frage. Und wer hat den Baum hier drin gepflanzt? Wer macht denn sowas? So, von da sind wir gekommen. Gibt's hier irgendwas? Ich finde ja, jemand sollte hier mal Licht machen. Das wäre sehr. Als wäre das unser einziger Weg hinein. Es ist nicht aktiviert. Sehr schön wäre das. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Was genau sieht jetzt aus, als ob es unser Weg hinein wäre? Ach, das! Okay, danke für den Hinweis. Ich hätte es nicht gesehen. So, aber erstmal wollen wir hier. Ja, erstmal wollen wir hier das Platin noch mitnehmen, das mir gerade ins Auge gesprungen ist. So, und dann wollen wir uns doch mal die Wand anschauen. Siehst du mal hier?
Das soll mal einer sehen bei den Lichtverhältnissen. Da ist eine... Oh, da ist eine Wand. Und eine Leitung. Folgen wir da doch einfach mal. Hinten um die Ecke. Hinter dem... Komm, dann machen wir gleich mal so. Das geht vielleicht ein bisschen schneller. Ja. Yep. Okay. Okay. Aktivieren wir das Ding noch mal. Ich hab's. Die Zuflucht Mithrava war's. Genau, so hieß das Ding. Ihr seht, ich bin voll informiert. Aber verübelt's mir nicht, wenn ich die Zusammenhänge nicht mehr ganz genau weiß bei einigen Punkten. Wie gesagt, es ist 4 Monate her, dass ich das letzte Mal spielen konnte. Oder 3,5, sagen wir es mal so. Ich habe zumindest ein bisschen mir noch wieder angeschaut, um wieder reinzukommen vom Storytechnischen her. Deswegen wusste ich jetzt auch noch, was genau unsere Aufgabe war. Aber ich weiß natürlich nicht mehr alles, so hundertprozentig. So, sind wir oben? Hi! Wie er abfloatet hier. Gut, dann Gravitationsschacht. Nach unten jetzt, oder wie? Wir sind doch gerade erst hochgekommen. Okay, dann wollen wir mal. Oh, das ist neu. So eine Art Gravitationsschacht hatten wir auch noch nicht bisher, glaube ich. Okay, schauen wir uns doch mal ein bisschen auf der Seite um hier. Und wir haben den Mithrava-Anstieg entdeckt. Oh, da hoch müssen wir. Das ist ein bisschen an Höhenmetern, was wir zurücklegen müssen. Und ich frage mich gerade, ob das mit dem Blitzen so sein soll. Ob sich das so gehört oder ob das jetzt eher ungewollt sein sollte. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt. Okay, hier gibt es aber nicht so viel Spannendes, wie es aussieht, außer sehr hohen Decken und einem Gravitationsschacht, der vermutlich dann jetzt doch mal nach oben führen wird, denke ich mal. Oder? Wie sieht's aus? Yep. Bis bald, ihr Luschen. Jeha, ab nach oben. Okay, Richtung? Da lang wahrscheinlich? Was, wie kommt ihr denn hierher? Das geht doch mit dem Teufel zu hier. Könnt gar nicht hier sein. Ich war noch nie hier oben. Ich habe zwar von den weisen Mithravas gehört, mich aber nie sonderlich für sie interessiert. Warum nicht? Ist eine Geschichte nicht wertlos, wenn sie nicht erzählt wird? Wenn das Wissen über unsere Vergangenheit geheim gehalten wird, könnte es genauso gut nicht existieren. Das ist eine gute Aussicht. Ich frage mich gerade, ob wir darüber müssen. Aber ich denke mal nicht, denn da geht es nach Süden. Wir müssen wahrscheinlich eher in die Richtung da. Denn die Karte ging ja nach Osten weiter. Oh, wir sind gar nicht auf der Karte mehr. Das ist eine neue Karte. Da ist ein verstecktes Lager. Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Zu unserer Rechten also. Schauen wir mal. Irgendwo hier unten. Okay, Jungs, Mädels, ich glaube, wir werden Spaß haben. Ach komm. Der gute alte Sturmangriff, der tut's doch. So, alles plündern. Oh schön, was für Jarl, das freut mich. Was haben wir denn hier? Und ein Scharfschützenwehrlauf. Yay. Okay. Ich muss sagen, ich musste mich hier erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe gerade eine andere Maus hier dranhängen. Weil meine eigene Maus hat leider bei der Rückreise aus den USA ein bisschen gelitten. Da hat das Mausrad etwas angegriffen. Und da man das ja zum Wechseln der Waffe, glaube ich, braucht hier. Vielleicht auch nicht. Aber zumindest beim Durchscrollen im Menü. Da habe ich dann jetzt nochmal die Maus von meiner Frau genommen. Aber die ist, die fühlt sich anders an, sage ich mal.
die Maus. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. So, wen haben wir denn da? Ach, schon wieder solche. Kommt hier, fangt mal. Okay. Wo ist der andere? Da. So, das hätten wir kein Ding. Das ist mal sowas für zwischendurch. Wo man sich nicht großartig Gedanken machen muss. So, hier steht ja eine Statue rum. Die schauen wir uns gleich mal an. Agaranisches Schmiermittel? Ach, ein anorganisches. Okay. Ist ja fast das gleiche. Was haben wir denn da? Ah. Kann man sich nicht wirklich anschauen. Da fehlt aber irgendwie das Gesicht, oder? Sehr primitive Kunst. Wahrscheinlich noch sehr frühzeitliche angaranische Kunst. Ich bin sehr gespannt auf die Leute hier aus Mythrava. Oh, hier. Siehst du mal, da wäre ich glatt dran vorbeigerannt. Okay. Aktivieren wir doch einfach mal die Konsole. Über uns! Was? Von mir wow. Sonst noch irgendwas außerdem? Nein, okay. Tja, wenn ihr schlau gewesen wärt, hättet ihr jetzt jemanden schon mal da drauf gestellt. Das hätte die Sache vereinfacht. Aber naja, wir können es auch so machen. Wir klettern einfach mal ein bisschen. Auch wenn ich jetzt eigentlich erstmal ganz gern nach unten die Ecke mir angeschaut hätte. Ich meine, so der Vollständigkeit halber. Weiß nicht, ob es da unten jetzt noch was gegeben hätte. Aber so ist. Wird schon passen. Wahrscheinlich hätte es eine Sackgasse gegeben, denn hier ist wahrscheinlich kein Aufgang. Nein! Ja gut, da unten ist noch was zum Leben aufladen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, sage ich mal. Also eigentlich gar nicht, glaube ich. Und die nächste Konsole. Okay. Das sah interessant aus. Schön, wie uns hier der ganze Job abgenommen wird. Wir müssen eigentlich nichts selber machen. Dieser Übergang spricht aber irgendwie dafür, dass die Bewohner von Mythrava Ahnung haben von Relikttechnik. Kommt mir zumindest so vor. Es sei denn, die haben auch keine Ahnung, was hier für Sachen sind und benutzen es einfach nur, weil es schon mal da war. Wer weiß, wer weiß. So, hoch mit uns. Kurz nachladen zwischendurch. Hallo, Mensch, ich habe gerade erst meine Waffe weggesteckt. Muss das denn sein? Ja, macht ihr das mal. Hab keine Zeit für solches Gewürm. So, wir machen uns auf den Weg weiter nach oben. Kommt ihr klar? Ich hoffe doch. So. Das sieht aber auch cool aus mit dem Planeten am Hintergrund. Hat schon was. Mir fällt jetzt gerade erst auf, dass da ein Monolith steht. Jetzt, wo man mal ein kleines bisschen Aussicht hat hier, da entdeckt man auch Sachen. Ich meine, wenn man im Dschungel steht, dann sieht man halt bloß Bäume, ne? Ich glaube, hier ist unser Eingang. Aber erstmal kurz hier noch geschaut. Sieh das an. Diese fliegenden Dinger finde ich auch ultra cool, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was sie darstellen sollen, aber die haben schon was. Ach, das sind schon zwei sogar. Das siehst du mal, das sind die zwei, die aktiviert sind wahrscheinlich. Und der dritte fehlt und den müssen wir finden. Na gut, rein mit uns. Geht's jetzt noch höher? Keine Pause. So, wir schauen aber nochmal ganz kurz da oben, ob da vielleicht noch ein Behälter ist.
Hahaha, dachte ich mir doch. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was genau von diesen paar Steinen hier einen Behälter darstellen soll. Aber hey, wer bin ich, das zu kritisieren hier? Auf nach oben mit uns. So, nächste Flugeinlage. Und ich glaube, wir sind auf dem Gipfel angekommen, oder? Sie haben unser Sicherheitssystem überwunden. Ein Alien. Wie ist das möglich? Herzlich willkommen in Mithraba. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich bin Ryder, Pathfinder der Andromeda-Initiative, aus einer Galaxie namens Milchstraße. Das erklärt nicht, wie oder warum Sie fähig waren, die Relikttüren zu bedienen. Aber das spielt keine Rolle. Sie müssen gehen. Wir unterhalten hier keine Gäste. Havarl verfällt. Wenn Sie mir etwas über den verschwundenen Monolithen erzählen, kann ich Ihnen helfen, das Problem zu lösen. Ich kann das Gewölbe neu starten. Mit Ryders Hilfe könnte Havarl, unsere Geburtsstätte, geheilt werden. Sollten wir nicht alles dafür tun? Er ist verschwunden. Die Erinnerungen an seinen Standort wurden nicht wiedererlangt. Wir in Mithraba haben Havarls unvermeidlichen Untergang akzeptiert. Okay, warum nicht? Ich muss sagen, ich bin ja froh, dass ich nicht gleich beschossen wurde. Das hätte ich irgendwie erwartet, dass die erstmal feindselig gestimmt sind und dann erst umgestimmt werden müssen. Aber zumindest kommt jemand als Empfangskommando an. Ich muss ja sagen, diese Regentropfen sehen ein bisschen merkwürdig aus. Also, hier auf der Klamotte geht's, relativ. Aber bei ihm im Gesicht ist mir jetzt gerade aufgefallen, das sah ein bisschen merkwürdig aus, wie die da immer aufgepoppt sind und dann wieder so langsam verschwunden, wie das hier halt auch der Fall ist, dass sie so wegfaden. Aber naja. Das verstehen wir nicht, sie dürfen nicht aufgeben. Ach komm, wir sind mal ein bisschen hier mit Motivationsreden am Start und nicht bloß mit Logik. Sie geben Ihren Planeten einfach so auf, aber er ist Ihre Geburtsstätte. Wollen Sie ihn denn nicht retten? Zwischen Wollen und Können liegt eine gewaltige Kluft. Was Sie verlangen, kann Ihnen niemand geben. Die Erinnerung an den Monolithen ist in einem Strang enthalten, der uns entglitten ist. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen. Ja, ich auch nicht. Wir glauben an Reinkarnation, an einen ununterbrochenen Strang. Oh. Vor langer Zeit gab es jemanden, der von dem dritten Monolithen wusste. Zorai, ein Streiter der Angara aus der Ära vor der Geißel. Zorais Seele ist zurückgekehrt und könnte dazu gebracht werden, sich an ihr früheres Wissen zu erinnern. Wir haben allerdings keinen Kontakt zu ihr. Irgendwie klingelt da was bei mir mit der Wiedergeburt. Vielleicht bilde ich mir das aber auch bloß ein. Wurde es schon mal erwähnt, als wir auf Aya waren? Könnte sein. Finde ich aber sehr interessant. Ich meine, warum sollten die nicht auch an Wiedergeburt glauben wollen können? Ich meine, das haben wir sogar auf der Erde, ne? So, sie können eine Seele dazu bringen, ich kann das nicht glauben. Ja, dann gehen wir mal darauf. Sie sagen also, es gibt eine Möglichkeit, die Leute dazu zu bringen, sich an ihre früheren Leben zu erinnern? Seelen kehren innerhalb einer Familie zurück. Ein Objekt, ein Erbstück, das eng mit dieser Blutlinie verbunden ist, könnte alte Erinnerungen wecken. Aber es gibt dafür keine Garantie. Es gab in der Vergangenheit einzelne Fälle, in denen es bei anderen Seelen funktioniert hat. Das einzige bekannte Erbstück von Zorais Familie befindet sich in einem Gebiet mit aktiven Relikten. Niemand hat die Reise überlebt. Aber vielleicht schaffen sie es ja. Zorais Seele wurde in Tavos wiedergeboren. Er ist jetzt ein Rokar, der vor kurzem im Rahmen einer Mission nach Havarl zurückgekehrt ist. Ein Rokar? Das dürfte schwierig werden. Deshalb sind Sie ja hier, Jarl. Es wird den Rokar nicht gefallen, dass ich Ihnen helfe. Mag sein, dass das hier eine Sackgasse ist, aber wir müssen es zumindest versuchen. Ich schicke Ihnen die entsprechenden Koordinaten. Wir haben Havarl als verloren betrachtet, aber vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung. Ich muss sagen, die Meinung von Erasmus hat sich jetzt extrem schnell gewandelt. Von der Ort ist vollkommen verloren, wir können nichts dagegen tun, zu macht mal, wir haben da einen konkreten Plan sogar, wie ihr das machen könnt. Finde ich super.
Ich meine, wenn das alles ist, in ein Gebiet mit Relikten gehen, wo dann vielleicht auch wieder ein Architekt auf uns warten wird, könnte ich mir gut vorstellen. Und dann zu den Roker gehen, was ich übrigens ziemlich interessant finde, denn die Roker, ich hoffe, dass das Spiel sich ein bisschen tiefergehend mit denen beschäftigen wird. Bislang haben wir die ja nur als Schlachtvieh im Prinzip gehabt. Wir müssen ja eigentlich noch ein bisschen mehr Auseinandersetzung mit denen auch machen. Das fände ich mal ganz schön, wenn es so ein bisschen grauer werden würde, nicht bloß so schwarz-weiß, dass die Roker die Bösen sind sozusagen. Aber sprechen wir doch nochmal mit Esmus. Wie ich sehe, sind sie noch hier. Das hast du sehr gut erkannt, mein Freund. Ich will ein bisschen was über Mithrava wissen, ehrlich gesagt. Wieso leben sie hier in Abgeschiedenheit? Das Chaos, das die Geißel mit sich brachte, hat unser Volk zersplittert. Und hätte beinahe unsere gesamte Zivilisation vernichtet. Angst machte sich breit. Falsche Ansichten über unsere Misere wurden gesät und begannen, das Denken der Angara zu beeinflussen. Da sie die Wahrheit beschützen und erhalten wollten, verließen vier Familien die Gemeinschaft, um hierher zu kommen. Und wir sind geblieben. Erzählen Sie mir mehr über Ihren Glauben an Reinkarnation. Die Seele entwickelt sich im Laufe vieler Leben weiter. Indem sie die Welt mit unterschiedlichen Augen betrachtet, erlangt sie Weisheit. Wie kann man sich weiterentwickeln, wenn man sich nicht erinnert? Die Entwicklung der Seele ist etwas anderes als die Entwicklung des Verstandes. Sie benötigt dafür keine Erinnerungen. Einige sind sogar der Meinung, alte Erinnerungen wären eine unwillkommene Ablenkung. Eine Person könnte sich dadurch so sehr auf das Vergangene fixieren, dass ihre Seele stagniert. Finde ich ein interessantes Konzept, das hier eingebracht wird. Ich kann mir vorstellen, was damit gemeint ist, mit dieser Reife der Seele sozusagen. Also, dass man, dass einige Menschen halt eher dazu neigen, verständnisvoller zu werden, dass sie lernbereiter sind und solche Sachen. Vielleicht sowas in die Richtung. Und wenn man dann eben die Erinnerungen an ein altes Leben hat, dann ist man nicht bereit, neue Konzepte aufzunehmen und zu verarbeiten, um sich weiterzuentwickeln, sozusagen. Vielleicht was in die Richtung? Ich fände es schön, wenn ein bisschen mehr dazu erzählt wird. Ich befürchte bloß, das wird nicht der Fall sein. Aber ist ein ganz putziges Konzept. Erzählen Sie mir mehr über Zorai. Die Chroniken beschreiben ihn als Gelehrten und Soldaten. Er ist zu den Sternen gereist und mit Wissen von weit entfernten Orten zurückgekehrt. Es gibt sogar Berichte, er hätte etwas über die Reliktschöpfer und ihre Maschinen gewusst. Und was ist mit dem dritten Monolithen? Unsere Legenden besagen, Zorai hätte die Monolithe aufgesucht, nachdem die Geißel erschienen ist. Er starb. Und es ist unklar, ob ihm das, was er zu erreichen versuchte, gelungen ist. Das könnte ein ziemlich wertvoller Verbündeter sein, wenn wir es schaffen, Zorai wiederzubeleben. Sie hatten ein Erbstück erwähnt. Ein Objekt, von dem Sie denken, es könnte Zorais Erinnerungen zurückholen. Seelen kehren innerhalb einer Familie zurück. Manchmal können Erinnerungen an die Vergangenheit durch ein Objekt geweckt werden, dass der Familie wichtig ist. Wir wissen nicht, wie oder warum dies geschieht. Und es ist auch nur in einigen wenigen Fällen gelungen. Aber das Erbstück war jedes Mal antike angaranische Technologie aus der Zeit vor der Geißel. Das sind ja super Erfolgsaussichten. Na gut, hoffen wir mal das Beste. Ich vermute mal, es wird funktionieren. Ich gehe dann mal. Danke für die Unterhaltung. Gerne. So, aber wir wollen uns natürlich noch ein bisschen hier umschauen. Für mich sieht das jetzt eher aus wie ein Ritualplatz und weniger wie ein Ort, an dem man leben kann. Oh, hier gibt es sogar Inschriften. Übersetzt aus dem Shalash. Nachdem die Geißel unsere Zivilisation zerstört hatte, herrschten Chaos und Furcht. Wir verloren unser wahres Ich aus dem Auge. Jeffro hat uns von diesem Einfluss fortgeführt, damit wir uns wieder klar an die Vergangenheit erinnern konnten. Klare Herzen wissen, wer wir einst waren. Und klare Augen sehen, wer wir jetzt sind. Hallo Freunde! Was stellst du? Worüber hat sich der erste Weise mit dem Alien unterhalten? Ich denke, der erste Weise hätte sich überhaupt nicht mit ihm unterhalten sollen.
Hi, ich stehe neben euch. Ist schön, wenn ihr über mich redet, während ich daneben stehe. Aber gut, was soll's. So, wir schauen uns noch ein kleines bisschen hier um. Gibt's hier Missionen für uns hier oben? Woher weißt du, dass die noch leben? Ich weiß es einfach. Ein Tech-Knoten, na dann. Und das hört sich für mich gerade nach einer Unterhaltung an, genau, die zu einer Mission für uns führt. Das dachte ich mir schon. Hallo. Der Tod naht. Und es fällt schwerer, sich der Möglichkeit zu stellen, dass ich Amara vielleicht nie wiedersehe. Verzeihen Sie die Störung, aber was ist passiert? Amurd ist krank. Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Amurd, vielleicht kann dieser Fremde helfen. Wenn er in Palais war, hat er möglicherweise etwas gesehen. Ich komme tatsächlich aus Palais. Die kleine Forschungsstation. Forschungsstation? Früher war das eine große Siedlung. Andar. Amara ist dorthin gezogen, als sie Mitrava verließ. Palais wurde vom Dschungel übernommen. Weißt du nicht mehr? Vor ein paar Zyklen. Alle sind von dort weggegangen. Oh, ja. Jetzt erinnere ich mich. Aber das bedeutet, dass Amara fort ist. Es gibt vielleicht noch einen Weg, sie aufzuspüren. Alle Dara pflegen Unterlagen, oder nicht? Wenn eine organisierte Evakuierung stattgefunden hat, müssen sie das dokumentiert haben. Und dort muss stehen, wohin sie gegangen ist. Pala, das ist genial. Wo werden diese Unterlagen aufbewahrt? Wahrscheinlich in einem Verwaltungsgebäude, falls es noch steht. Und die Maschinen noch funktionieren. Es ist eine kleine Hoffnung. Ich will sie nicht drängen, Fremder, aber ich würde jede Neuigkeit über meine Schwester sehr begrüßen. Das kriegen wir hin. Ich glaube, das wird machbar sein. Auf einen Weg warten, den Abgrund nach Alt-Palav zu überqueren. Okay. Achso, wir haben ja hier keine Karte, die uns weiterhilft. Stimmt, Mithrava ist ja auch nicht der Ostteil, so wie ich das jetzt gesehen habe, ne? Mithrava ist ja hier dieser Turm, der im Süden extra steht noch. Oh, hier drüben ist ein Abwurfpunkt, da müssen wir unbedingt gleich noch hin. Und hier haben wir noch einen Erinnerungsauslöser, den nehmen wir gerne mit. Her damit! Sam, noch eine Erinnerungsbenachrichtigung? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Das sollten wir vielleicht irgendwann tatsächlich mal machen, um ein bisschen mehr über Sam zu oder über unsere Familiengeschichte zu erfahren oder über unseren Vater. Denn so ein paar habe ich ja dann doch schon gesammelt. Und wenn wir jetzt gerade auf den Fortschrittsbalken oben rechts schauen, der ist ja schon zur Hälfte gefüllt immerhin.